Gut, ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist schön, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben unser kleiner, schnuffiger Gottesdienst. Der Gottesdienst heute wird eher ein bisschen ein Mitmach-Gottesdienst. Das habt ihr schon gemerkt. Beim Lobpreis ist es ein bisschen herausfordernd, da mitzusingen, ja, wenn keine Band vorne steht. Aber das hat gut geklappt. Heute geht es natürlich um das Jahresende. Und die Inge und ich, wir schauen immer jedes Jahr gerne die Jahresrückblicke. Ja, das fängt an meistens mit dem Günter Jauch, der ist immer ganz am Anfang vom Dezember schon, weil da noch keiner die gesehen hat und dann hat er immer die meisten Zuschauer. Und wir freuen uns immer darüber und wir gucken das total gerne. Ja, sodass so die Erinnerungen, was ist alles passiert in dem Jahr und es ist dann so erstaunlich, was alles schon wieder vergessen worden ist. Und wenn ich so zurückschaue auf das Jahr, dann gibt es so die großen Highlights. Ja, der Abend, wo wir Fußballweltmeister geworden sind, ich Fußballweltmeister geworden bin. So, das war ein ganz großes Highlight. Ja. Und es gibt auch Dinge, die nicht gut gelaufen sind in diesem Jahr, weltweit und auch so im persönlichen Bereich. Und es gibt manche Leute, die sagen, ach nee, das interessiert mich alles gar nicht, ich möchte gar nicht mehr zurückgucken. Und das, was gewesen ist, das soll man ruhen lassen und das liegt hinter uns. Und es ist viel wichtiger, dass wir nach vorne schauen, dass wir die Perspektive nach vorne richten auf das, was kommt, dass wir die Pläne machen, die wir machen müssen, damit das Jahr gut wird und so weiter. Aber ich glaube, das ist etwas kurz gedacht. Wenn wir uns anschauen, die Botschaft der Bibel, die ist von Anfang an, vom Alten Testament bis ganz hinten hin, am Ende vom Neuen Testament, wird immer wieder gesagt, Leute, erinnert euch. Die jüdische Religion, die ist geprägt von unglaublich vielen Festen. Es gibt wenige Weltreligionen, die so viele Feste feiern wie die Juden. Und diese Feste, das sind immer Feste, die Gott angeordnet hat, damit die Leute sich erinnern. Damit sie zurückschauen, was ist alles passiert, was ist in ihrer Geschichte passiert. Und das finde ich sehr interessant. Ja, die Bibel legt sehr viel Wert darauf, dass wir zurückschauen. Und immer wieder fordert Gott sein Volk auf, denkt an die Dinge, die ich getan habe. Denkt daran, was ich getan habe. Und ich glaube, dass es ein Wunsch ist, den Gott auch an uns richtet. Denn im Neuen Testament heißt es auch immer wieder, Leute, schaut zurück, Leute, seid dankbar, seid dankbar. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher im Kapitel 5, was auch immer geschieht, seid dankbar. Was auch immer geschieht, das heißt, unabhängig davon, was gerade passiert, sagt er, seid dankbar. Ich glaube nicht unbedingt, für alles, was passiert. Ja, wenn jemand schuldig wird, dann muss ich dafür nicht dankbar sein. Aber in dieser Situation, sagt Paulus, sei dankbar. Ob du auf Wolke 17 schwebst oder ob du gerade den Boden unter den Füßen verlierst. Paulus sagt, sei dankbar. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner Situation. Ich habe ziemlich oft Migräne und dann geht es mir wirklich absolut schlecht. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo ich mich bloß noch mit schweren Medikamenten ins Bett legen kann, Decke über den Kopf und hoffen, dass der Schmerz irgendwann aufhört. Kann man in einer solchen Situation dankbar sein? Allein das Denken tut dann weh. Allein das Denken ist schon eine unheimliche Anstrengung. Aber was ich ganz oft, wo ich ganz oft wirklich dankbar dafür bin, dass ich sage, danke für die Pille, die ich gerade nehmen konnte. Weil ich weiß, die wird, irgendwann wird die auch wirken. Ja? Oder wenn ich dann so in das Kissen sinke und die Bettdecke über mich ziehe, dann so einfach noch so ein Danke, ja, für das Bett, wo ich ein bisschen Ruhe habe und wo ich ein bisschen dann zur Ruhe komme. Man kann in dieser Situation danken. Ich danke nicht für die Migräne, so heilig bin ich nicht. Aber ich kann trotzdem danken für die Dinge, die da drumherum sind, ja, und wo ich Versorgung erfahre. Im Alten Testament heißt es, Leute, verachtet die Ärzte nicht, denn sie haben ihre Gunst von Gott
bekommen. Ja? Und derjenige, der diese Pille erfunden hat, die mir dann Erleichterung bringt, das ist direkt auf Gott zurückzuführen. Und deswegen kann ich dafür auch ihm total dankbar sein. Warum ist das Danken so wichtig? Was passiert, wenn wir danken? Wenn wir danken, das stimmt, dann schauen wir zurück. Aber wir richten damit unsere Aufmerksamkeit ganz kurz auf das, was Gott getan hat. Und obwohl wir zurückschauen, nimmt uns das nicht die Kraft, vorwärts zu gehen, sondern ganz im Gegenteil. Wir schauen zurück, aber dadurch bekommen wir die Kraft, nach vorne zu gehen. Mir ist das Bild eingefallen wie bei einem Bogenschützen. Ja? Wenn du einen Bogenschützen hast und das Ziel ist ganz weit weg, was muss der tun? Der muss erst ganz weit den Pfeil zurückziehen, damit der Pfeil die Kraft bekommt, das Ziel auch zu erreichen. Und dann muss er loslassen. Er darf den Pfeil nicht festhalten. Es geht hier nicht darum, dass wir in unserer Vergangenheit verharren und dass wir dann sagen, oh, das ist aber alles ganz schlimm gewesen und so, ja. Und dann verlierst du die Kraft, nach vorne zu gehen. Aber wenn wir zurückgehen und schauen, wo sind gute Dinge gewesen? Wo hat Gott geholfen? Wo war Gott da? Ja? Wo hat er vielleicht in einer Weise geholfen, die ich gar nicht gemerkt habe in der Situation? Und ich sehe es erst jetzt im Rückblick. Und dann den Pfeil loslassen und dann bekommen wir die Kraft, nach vorne zu gehen, weil wir wissen, dass Gott da ist und dass Gott auch in Zukunft gut sein wird zu uns. Und deswegen hört Paulus bei dieser Aufforderung auch nicht auf. Bisher haben wir gelesen, was auch immer geschieht, sei dankbar. Würde er da aufhören, dann hätten wir eine positive Psychologie. Und das ist gut. Positive Psychologie ist gut. Da können wir uns ein Stück weit helfen. Aber der Paulus möchte mehr. Er sagt nämlich, was auch immer geschieht, sei dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus gehört. Was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Gott hat dich geschaffen und er weiß, wie du funktionierst. Und er weiß, dass du das brauchst und diese Kraft schaffen aus der Vergangenheit, aus dem Guten, aus dem Bewusstsein, dass Gott da ist, um wirklich richtig funktionieren zu können. So hat Gott dich gemacht. Und deswegen sagt er, ich möchte, dass du dich daran erinnerst, an die guten Dinge. Jesus hat an Weihnachten, haben wir das gehört, diesen Ehrennamen Immanuel getragen. Immanuel, Gott ist mit uns. Und wenn wir uns erinnern an die guten Dinge, die Gott getan hat, dann werden wir dessen bewusst, dass Gott mit uns ist und dass er in jeder Lebenssituation uns mit seinem Schutz umgibt. Im Römerbrief fragt der Paulus, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Und die Frage beantwortet er selbst, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ganze Jahr warst du in der Hand Gottes, das ganze Jahr, auch wenn es schwierig war, auch in den Situationen, wo es ganz toll war, du warst immer in der Hand Gottes und er hat dich nie fallen gelassen, er hat dich nie losgelassen und deswegen verdient Gott deinen und meinen Dank. Und ich habe schon gesagt, dass es ein Mitmachgottesdienst wird und deswegen liegen Zettel bei euch auf dem Stuhl und Stifte. Und ich möchte darum bitten, dass jeder jetzt einfach mal ein bisschen ruhig wird, in sich reinhört, reinhorcht und dann schreibt einfach so ein paar Dinge auf, wo du denkst, oh, das ist was, da kann ich Gott wirklich dankbar sein. Und denk nicht nur an die Highlights, denk auch an die tiefen Stellen in deinem Leben. Wo ist Gott da aufgetaucht? Wo hat er geholfen? Ich sag dann, wenn die Zeit zu Ende ist.
So. Wir haben hier einen Korb hier vorne und wir möchten es so machen, dass du einfach nach vorne kommen kannst und du kannst die, deinen Zettel in den Korb reinlegen. Und wenn du möchtest, die Inge wird hier stehen mit einem Mikro, wenn du möchtest, dann kannst du einfach deinen Zettel vorlesen. Ein, zwei Punkte, wenn du eine ewig lange Liste hast, dann suchst du dir ein paar Punkte aus. Du kannst auch, wenn du möchtest, ein Dankgebet sprechen. Und ansonsten legst du deinen Zettel einfach so in den Korb rein. Für so viel dankbar sein können, Herr. Die Versorgung für unsere Familie, für jedes, jeden Augenblick, den du bei uns warst. Ja, wir schauen mit einer tiefen Dankbarkeit zu dir und wir danken dir für deine Treue und für deine, ja, dass wir uns ständig auf dich verlassen können. Wir müssen doch nicht einer nach dem anderen kommen, wir können doch alle zusammen nach vorne kommen. Und wer ein Gebet sprechen will, der reißt mir einfach das Mikro aus der Hand. Jesus, ich danke dir für alle Menschen, die du auch dieses Jahr in meinem Jahr angestellt hast. Und ich danke für meine Familie und ich danke vor allem dafür, dass auch unsere Familie sich vergrößert. Und ich danke dafür, dass alles Leben auch wirklich von dir kommt. Jesus, ich danke dir auch für meine Familie, die du mir geschenkt hast und ja, die mir auch immer wieder Halt und gibt und Sicherheit. Und ich danke dir dafür, dass du auch dich so treu erwiesen hast in diesem Jahr mir gegenüber und uns auch als Familie. Ja, Jesus, ich danke dir für einen ganz tollen Hauskreis und eine ganz tolle Gemeinde, die immer da war und immer aufgefangen hat, wenn das nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und ich danke dir für Familie und für Freunde. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für den Lukas und die Katja und insbesondere dafür, dass du dich hast inspirieren lassen von den ganzen, von den Gebeten, von den zig Leuten, die für uns gebetet haben, dass du dich da hast inspirieren lassen und uns so einen tollen Rücken mitverdient hast. Tausend Dank. Ja, lieber Jesus. Ich danke dir für meinen Mann und ich danke dir, dass du uns beiden hilfst, unsere Ehe, dass unsere Ehe so lange schon gehalten hat. Wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet und ich danke dir, dass das immer wieder funktioniert, obwohl wir beide total Schwächen haben, dass du uns so viel Gnade gibst für unsere Ehe. Danke. Jesus, und ich möchte auch danken. Ich möchte dir danken für die diese Sicherheit, die du mir gibst in meinem Leben, Herr. Herr, dass ich weiß, dass ich wirklich in deiner Hand immer geborgen bin, Herr. Dass du auf mich aufpasst, dass du über unsere Ehe wachst, dass du über unsere Gemeinde wachst, Herr. Herr, ich danke dir für die große Liebe, die du in mein Leben reingebracht hast und die jeden Tag auch wieder neu ist und da ist, Herr. Herr, danke für deine Treue und für deine Gnade. Amen. Wir dürfen, und das ist das Tolle, wenn wir mit Gott leben, wir dürfen eine ganz natürliche und normale Beziehung mit ihm haben. Und Jesus hat uns Gott als Vater dargestellt. Das heißt, wir haben die Position eines Kindes. Und wenn du dir vorstellst, wie sieht die Situation aus, wenn ein kleines Kind ein großes Vertrauen zu seinem Papa hat. Dann kommt das Kind zum Papa und sagt, Papa, das kann ich nicht. Oder Papa, mach bitte mal. Oder ich habe was kaputt gemacht, kannst du es bitte wieder heile machen? Und dann kommt der Papa her und er kann das und er macht das, ohne zu zögern, weil er das Kind liebt. Ich glaube, dass dieses Bild eines kleinen Kindes, was zu seinem Papa kommt, uns sehr helfen kann, wenn wir in das kommende Jahr reinschauen, weil wir das Gefühl haben, ich habe das Gefühl, ich kann viele Dinge nicht machen. Ich weiß nicht, wie lange mein Job noch hält, den ich gerade habe.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Ausbildung weitergeht, die ich mache. Ich weiß nicht dies, ich weiß nicht das. Ich weiß nicht, wie das mit der Gesundheit aussieht. Aber ich weiß, mein Papa, der kann das machen. Der kann das machen und dem ist nicht zu groß. Und dieses tiefe Vertrauen, was ein kleines Kind seinem Papa gegenüber hat, so dass ein Kind hat das Gefühl, der Papa kann alles. Bei uns, wir wissen, wenn wir erwachsen sind, er konnte nicht wirklich alles, unser Papa, aber unser Vater im Himmel, der kann alles. Und wenn wir dieses tiefe Vertrauen haben, dann haben wir eine ganz andere Basis, um in das nächste Jahr einzugehen. An derselben Stelle, wo wir was wir gerade gelesen haben, was auch immer geschieht, sei dankbar, da sagt der Paulus auch, hört niemals auf zu beten. Dieses hört niemals auf zu beten, das funktioniert nur dann, wenn wir eine ganz natürliche Beziehung zu Gott haben. Ich mache nochmal das Bild von einem kleinen Kind. Stell dir mal vor, das kleine Kind möchte gerne eine Hütte haben im Garten. Und der Papa sagt, okay, komm, wir bauen eine Hütte. Und das kleine Kind dackelt hinter dem Papa her und weiß ganz genau, ich kann kein Brett durchsägen, ich kann auch keinen Nagel in die Wand schlagen, aber es baut zusammen mit seinem Papa, baut es diese Hütte. Das Kind macht sich darum keine Gedanken. Ja, es geht mit seinem Papa dahin und dann werkeln die zusammen und sein Papa gibt ihm Dinge zu tun, was es schon tun kann. Aber es macht sich keine Gedanken um die Sachen, die es nicht kann. Der Papa, der wird es schon richten. Und mit diesem Wissen, von diesem Wissen ist das Kind durchdrungen. So durchdrungen, dass es gar nicht drüber nachdenken muss. Es weiß, am Ende wird die Hütte da stehen und sie wird toll sein, weil der Papa sie mitgebaut hat. Und ich glaube, dass das ziemlich genau das beschreibt, was hier drin steht, hört niemals auf zu beten. Warum? Das Kind hat ja gar nicht gebetet. Aber diese Haltung, die das Kind hatte, dieses Urvertrauen, diese Herzensbeziehung zu seinem Papa, ich glaube, dass das ist das, was hier gemeint ist. Dieser Satz, hört niemals auf zu beten, oder wie es in älteren Übersetzungen heißt, betet ohne Unterlass, das ist ein Satz, der für ganz viele Christen sehr problematisch geworden ist. Weil sie sagen, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das auch sagen, das funktioniert nicht. Im klassischen Sinne. Ich kann nicht andauernd beten. Ja, ich habe so viel zu tun, ich muss mich so konzentrieren auf meine Arbeit, ich kann nicht andauernd nur an Gott denken. Aber ich glaube, dass das auch gar nicht gemeint ist damit, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so diese Haltung in uns wachsen lassen, wie dieses kleine Kind ganz natürlich hat. Dieses tiefe Bewusstsein, Gott ist da. Und aus diesem Bewusstsein heraus unser Leben zu gestalten. Und wenn wir das tun, dann wird es ganz natürlich sein, dass wir sagen, oh, ja, weiß ich nicht weiter. Ja, und wir erwarten, dass Gott seine Weisheit da rein gibt, dass Gott seine Fähigkeiten uns gibt. Ein Papa, ein liebevoller Vater, der hilft ohne zu zögern. Und das Tolle ist, der liest seinem Kind auch die Wünsche von den Augen ab, ohne dass es das überhaupt gesagt hat. Und trotzdem ist, glaube ich, das genau dieses permanente, dauerhafte Beten, was der Paulus hier anspricht. Du hast bestimmt viele Dinge auch in deinem Kopf, wenn du sagst, okay, das Jahr, was vor mir liegt, wie wird das werden, wie wird das werden. Es gibt so viele Situationen in deinem Leben und auch weit darüber hinaus. Ja? Wenn du an die Ukraine denkst, die Gefahr, die da wirklich da ist, für die Ukraine, für Russland da ist, für die umliegenden Länder, auch für uns da ist. Wenn du an die IS denkst, die ihr Unwesen treibt, oder an die ganze Überfremdungsangst, die in Deutschland zurzeit umgeht und all solche Dinge, die viel zu groß sind und wo du das Gefühl hast, da kann ich eigentlich gar nichts richtig machen. Ja? Aber du darfst eben wissen, der Papa, der kann das machen, der kann eingreifen. Und deswegen möchte ich, dass wir wieder eine kurze Zeit der Stille machen und du nimmst dir wieder einen Zettel, Zettel liegen noch genug hier rum, und dann überleg einfach so, was dir so einfällt an Dingen, die du nicht in der Hand hast für das nächste Jahr und wo du dir Sorgen machst.
für dich persönlich oder auch diese ganz großen Dinge. Das ist alles für Gott nicht zu groß. Und dann schreib einfach ein paar Punkte auf, die dir gerade einfallen. So, ihr Lieben, ihr könnt wieder, wenn ihr möchtet, nach vorne kommen und eure Zettel in den Korb legen. Und wenn ihr das tut, dann legt damit auch so eure Verantwortung ab für diese Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt. Und sprecht Gott euer Vertrauen aus damit. Und die Inge, die wird jetzt beten mit uns zusammen, und zwar für eine ganz konkrete Situation. Ihr alle kennt wahrscheinlich, oder vielleicht auch nicht, aber nichtsdestotrotz, den Sohn von der Carola Lanz, den Louis. Und der Louis ist ein Daumenkind und der hat seit einigen Monaten immer wieder schwere Krämpfe, epileptische Anfälle. Das ist jetzt eine Ruhe reingekommen, er hat gute Medikamente bekommen, war gut eingestellt
Und jetzt hat Carola heute Morgen angerufen, denn der Bus hat die ganze Nacht wieder gekrampft, wieder Anfälle gehabt und so. Und ich möchte uns als seine Gemeinde bitten, dass wir zusammen aufstehen und gemeinsam für den Louis beten, dass die Krämpfe wirklich aufhören und die Medikamente doch anschlagen und helfen. Und ihr betet erstmal jeder für euch an seinem Platz und ich schließe das dann ab. Jesus, wir danken dir, dass du Louis Vater bist, dass du sein Heiland bist, dass du sein Arzt bist. Herr, du hast ihn geschaffen, du weißt, wie er funktioniert, wie sein Körper gebaut ist und aufgebaut ist, Herr. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du kommst, Jesus, dass du kommst und dass du ihn berührst, Herr. Dass du ihn da berührst, Herr, wo die Krämpfe und die Anfälle seinen Ursprung nehmen, Herr. Ich bitte dich, dass du ihn heil machst. Ich bitte dich, dass du, ja, du bist der Gott, der, von dem es heißt, du sprichst nur ein Wort und Dinge verändern sich, ganze Leben verändern sich, Herr. Herr, und ich bete, dass du ein Wort der Heilung über den Louis aussprichst, Herr, dass du ihm, ja, dass du ihm dein Leben gibst, wo Krankheit ist, Herr, wo Kummer ist, Herr, dass du Heilung schenkst, dass die Anfälle aufhören. Herr, ich bete, dass du mit deinem Frieden in die ganze Situation reinkommst, auch bei Carola und David und seine Eltern, Herr, dass du Frieden bringst in die ganze familiäre Situation. Aber darüber hinaus beten wir, Herr Jesus, mach den Louis gesund, Herr. Mach ihn gesund und nimm ihm diese Anfälle, Herr. Und hilf auch, dass die Medikamente werden. Jesus, was immer du tust, Herr, wir beten, dass dein Wille geschieht. Dass dein Wille in seinem jungen und kleinen Leben passiert, Jesus. Amen. So, am Ende dieses Teils lese ich noch einmal vor, das, was der Paulus gesagt hat und wo er so überzeugt davon war. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir singen zusammen das Lied Heilig, Heilig, das Lamm Gottes noch einmal. Und Jesus, das ist die Wahrheit. Du bist wirklich alles, Herr. Du bist alles. Du bist der Friedefürst. Du bist Jahwe Rapha, unser Arzt. Du bist der Barmherzige. Du bist der Große. Du bist der Eingeborene. Du bist Immanuel. Gott ist mit uns. Du bist alles, Herr. Du bist alles in allem, Jesus. Von dir kommen wir. Durch dich leben wir. Und zu dir sind wir hingeschaffen, Herr. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass wir in dir sehen können, wer und wie Gott, der Vater im Himmel ist, Herr. Danke, Jesus, für den Weg, den du gegangen bist hier auf der Erde. Danke für alles, was du getragen hast, was du auf dich genommen hast, um uns mit Gott zu versöhnen, Herr. Alle Ehre sei dir, Jesus. Du bist wirklich alles, Herr. Und in diesem Bewusstsein, dass Jesus wirklich alles ist, wollen wir zusammen das Abendmahl heute feiern. Als Abschluss für dieses Jahr und als Erinnerung daran, dass Gott Mensch geworden ist und dass unser aller Leben, dein Leben, mein Leben, unser Leben, dass es in Gottes Händen ist und in Gottes Händen geborgen ist und bewahrt ist. Und lass uns das Abendmahl feiern in dem Bewusstsein, dass Gott uns ist. Dass nichts und niemand, so wie wir das hören,
dass nichts und niemand uns aus der Hand Gottes reißen kann. Ich möchte die Einsetzungsworte vorlesen und dann möchte ich euch einladen, nach vorne zu kommen und miteinander Abendmahl zu feiern. Vielleicht willst du auch alleine Abendmahl feiern. Oder vielleicht möchtest du jemanden auch einladen. Ein Gruß zu sprechen, ein Trost, eine Ermutigung, was auch immer. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot und sprach das Dankgebet. Brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Ihr dürft nach vorne kommen.